Ja, ich denke, diese Aktie könnte sicher einen größeren Rebound machen, sobald die Leute wieder sagen, oh, Krypto, die verdienen doch gut Geld damit. Dann kam es zu völlig falschen Konklusionen. Wir sehen hier die aktuelle Kursgrafik. Würdest du die kaufen jetzt? Hallo Ramon, vielen Dank, dass du gekommen bist. Hoi Roland. Du hast noch was mitgebracht da, sehe ich. Ja, ich habe eine Tonibox mitgebracht. Da kommen wir später drauf. Gut, beginnen wir doch gleich mit unserer obligatorischen Frage. Womit hat man während den vergangenen Wochen Geld verdient oder halt jetzt auch verloren? Gold hat man Geld verdient und Kryptowährungen. Das Gold 10% plus jetzt innerhalb der Oktoberwochen ist eine ganze Menge. Ja, haben wir ja im letzten Video besprochen. Und ja, ist Ist so gut gelaufen, aufgegangen, ja, ja. genau. Ja, und die Aktienmärkte hier jetzt der Eurostoxx 8% minus jetzt in den letzten 6 Wochen, der SMI noch mehr, fast 10%. Ja, traditionelle Anlagen und vor allem Aktien haben viel verloren. Ich meine, man war halt lange Zeit zu optimistisch und jetzt kommt ein bisschen die Rechnung. Kommen wir vielleicht dann im Detail hier noch später darauf zu sprechen. Beim SMI ist ja unser Hauptthema hier. Aber so ein Thema, was du gesagt hast, was ja so ein bisschen der Auslöser jetzt auch war, quasi der Katalysator, müsste man sagen, Align Technology. Ja, Gewinnwarnungen. Align Technology macht dasselbe wie Straumann, Zahnkorrekturen. Und man war da an und für sich der Meinung, da sparen die Leute nie. Und jetzt auf einmal haben die gesagt, ja, bei uns weniger Umsatz, Aktie verliert über 20%. Dann natürlich sofort Straumann wird wohl dasselbe sein, auch minus 10%. Und da sieht man jetzt, die haben Zahlen geliefert, nachträglich Straumann, die waren gut, aber die Aktie kommt nicht mehr hoch und das ist ein bisschen die große Änderung der Psychologie am Markt. Eigentlich ist es ja so, wenn die Meldung kommt, die bewegt ja die Kurse nicht von alleine. Also am Schluss muss jemand verkaufen. Ja, ich meine, es hat immer einen Käufer und einen Verkäufer, aber der Preis ist dann nicht mehr derselbe. Und wir sehen es auf den Charts, da sind ja einfach Gaps und da geht es 20% tiefer los und ich komme nicht mehr raus vorher. Vielleicht Adyen, oder? Das war ja so der erste, das war quasi so der Initiator, also in der zweiten Augusthälfte, die erste Aktie, die wirklich viele Leute überrascht hat. Ja, ich meine, dass Zahlungsanbieter wie Worldline, Mastercard und der hat auf einmal gesagt, dass Kunden weggelaufen sind, weil er zu teuer sei. Und dann die Aktien waren extrem teuer bewertet. Man hatte sowieso die Erwartung, dass das Zahlen mit Kreditkarte wächst, 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 wächst. Und dann auf einmal kommt einer der Großen und sagt, bei mir sind die Preise zu hoch, Kunden laufen weg. Und dann ging halt die Korrektur los. Und ich meine, wir sehen jetzt hier noch Worldline, der war dann der Hat die Letzte. Schweizer Börse auch 10% Anteil an Worldline? Kostet dort auch ein bisschen? Ja, richtig, ja. Gut, ja, die haben vorher mal was verdient mit einer guten Dividende. Aber Gut. trotzdem, ich meine, man sieht, es steigt und dann fällt es auch wieder. Vielleicht auch noch kurz darauf zu sprechen, weshalb das jetzt auf einmal anders läuft, oder? Ja, ich meine, du hast ja dieses Zyklusmodell, das du da im September nochmals gezeigt hast und an und für sich schon, ich würde sagen, April, Mai schon gesagt hast, ja, der Markt geht an und für sich seitwärts. Vielleicht kann ich da mal kurz etwas erklären. Oder in Rot sehen wir den langfristigen Zyklus, also langfristig jetzt im Sinne von 6 bis 18 Monaten, so in dieser Range. Und was man da sehen kann, letzten Oktober war der Zyklus, also waren wir an einem Tiefpunkt zyklisch. Und die Grafik stammt ja von Ende September, ist Ja, also jetzt schon ein Monat alt. Die hat eigentlich gezeigt, dass wir zyklisch am Top sind. Und am Top ist es ja immer so, wie auch am Kursboden unten, dass dann die Kurse nicht einfach. Die steigen ja nicht bis zuletzt und fallen. Das ist die Wahrnehmung, die man dann vielleicht hat. Aber faktisch fluktuieren die immer eine ganze Zeit lang, gehen seitwärts volatil und dann irgendwo
kommt der Druck auf, wenn der Zyklus einfach genügend gereift ist. Und dann, weil die Kurse fallen, ist man sensitiver auf negative Meldungen und deshalb haben die auch eine größere Auswirkung oder so. Ja, richtig, ja. Und ich meine, das sieht man dann, auf einmal hat es gedreht, jetzt sieht man wirklich das Negative. Es ist schwierig, jemanden zu motivieren, eine Aktie zu kaufen, obwohl sie 20-30% tiefer ist. Aber das ist die Psychologie der Märkte. Ja, von fallenden Aktien hat jeder genug. Genau. Kommen wir zum Hauptthema von diesem Video, Problemfall SMI. Wenn du jetzt diese Kursgrafik anschaust vom SMI, ist das schon erstaunlich. Der steht de facto da, wo er vor der Corona-Krise schon gewesen war. Ja, richtig. SMI stabil, Franken stark und somit gegenüber anderen Währungen bin ich gar nicht so schlecht weggekommen als Schweizer. Also da muss man ja sagen, beim SMI, da wird ja die Dividende nicht mit eingerechnet. Also die wäre in der Zwischenzeit, im Beobachtungszeitraum etwa 10% wären das gewesen. Jetzt kann man argumentieren, ja, der Markt wäre dann viel höher, aber man hat ja gleichzeitig auch eine Geldentwertung gehabt, also die wäre höher als 10%. Also die Grafik und sozusagen die Wertdarstellung, die stimmt hier schon, aber es ist halt das Thema mit der Währung. Und hier kann man das ja sehen, da oben in der Kursgrafik rechts, die Grafik ist ja nicht von uns erstellt, sondern von Refinitiv. Da steht eben nicht Punkte da, sondern Schweizer Franken. Und wenn man jetzt diese ganze Geschichte hier, den SMI, aus Sicht des Euros anschaut, dann sieht es ja schon völlig anders aus. Aber dann vergleicht man eigentlich den SMI korrekt mit dem DAX oder dem Eurostox, wenn man halt eine Währungsangleichung macht. Richtig. Und das ist das, was halt die Leute extrem häufig vergessen. Die Währung ist so wichtig. Und ich meine, wenn wir sehen, dass der Franken lange 1,20 zum Euro war und dann macht es wusch und jetzt sind wir in der Nähe von 1, dann sind das einfach über 15%. Und ich meine, ich als Schweizer Frankenanleger habe dann gegenüber den Ausländern, wenn ich in Franken geblieben bin, 15% zugelegt. Das Problem bei dieser Betrachtung ist ja, dass die Indizes, jeder Index wird in einer bestimmten Währung gepreist. Und wenn wir jetzt in den Medien, alle machen das, eigentlich querbeet, sprechen immer von Punkten. Und wenn man dann halt mit dieser Punkte sich die Währungen ausblendet, dann kann das zu völlig falschen Konklusionen führen. Richtig. Ich nehme an, wenn jetzt eben jemand dann seinen Auszug anschaut und er hat irgendwelche ausländische Aktien drin, und die sind zwar gestiegen um 10% und die Währung ist 15% gefallen, und dann ist er ganz erstaunt, dass er Geld verloren hat. Vielleicht schauen wir uns das Problem jetzt mal anhand eines Videos an. Das am 5. Juli wurde diese Sendung hier ausgestrahlt und wir haben jetzt einen. Die japanische Börse hat bisher am besten abgeschnitten unter den großen Aktienmärkten. Aber nicht nur das, Japans Nikkei-Index erreicht mit über 33.000 Punkten ein 30-Jahr-Hoch. Allein dieses Jahr ging es rund 28% nach oben. Also Punkte haben wir gehört, das Obligatorische. Und eigentlich, wenn man diese Grafiken so anschaut, gibt es ja noch einige Dinge zu sagen. Also hier beim roten Strich sieht man, wo genau jetzt hier diese Sendung erschienen ist. Kann man sich auch noch ein bisschen über das Timing unterhalten. Aber was gibt es denn sonst noch? Ja, ich meine, wir haben zwei Sachen. Das ist eben in Yen. Dann möchte ich erwähnen, dass der Nikkei 1989 fast 40.000 Yen wert war und somit die Währung extrem schwach. Und als Schweizer Frankenanleger habe ich etwa 50% des Geldes verloren. Also vielleicht hier die Darstellung jetzt aus Schweizer Frankensicht. Und da muss man einfach sagen, also wenn du Schweizer Franken hast, musst du das halt auch wirklich so anschauen. Und eben dir auch bewusst sein, dass es nicht um Punkte geht, sondern du gibst ja Geld, du kaufst damit einen Index, meinetwegen in Yen-Punkten, man kann ja den meinetwegen so, aber am Schluss ist es eine Währung. Klar. Und deshalb muss man den Währungsabgleich machen und dann sieht es de facto hier ganz anders aus, als vielleicht nochmals um zu vergleichen. Richtig, richtig. Ja. Und das ist ja das, was dann am Schluss auf dem Konto bleibt.
Vielleicht noch ein Wort zum Yen. Oder? Der hat jetzt hier in der Kursgrafik allein während dieses Zeitraums hier Ende 2019 bis heute 28% verloren an Kaufkraft. Oder? Ich meine, ist unglaublich. Und ich meine, auf der anderen Seite auch nicht ganz überraschend, weil Japan hat sich ja so stark verschuldet mit all diesen Interventionen und an und für sich reagiert der Markt schon richtig. Die Währung hat einfach halt weniger Wert, weil immer gedruckt wird. Drum werden die Indizes, die in dieser Währung gepreist werden, halt einfach teurer. Genau. Aber sie gewinnen nicht an Wert. Nein, definitiv nicht. Gut, vielleicht hier noch, jetzt, um auf die Frage zurückzukommen, SMI, ist es ein Problemfall? Jetzt hier die 3-Monats-Performance-Vergleichsgrafik hier. Ja, das haben wir jetzt ja in denselben Währungen. Ich sage, man sieht sicher ein bisschen, S&P hat halt diese Tech-Titel drin, die trotz allem noch gut performt haben. Aber ich meine, wenn wir jetzt schauen, also sonst SMI, Eurostoxx, Nikkei ist ja mehr oder weniger dasselbe. Und das ist eben die Geschichte mit der Währung und nicht die Punkte. Also ein Problemfall SMI gibt es de facto nicht. Das hat mit der Währung zu tun, aber man verliert auch nichts in dem Sinn. Das ist so, eine neutrale Geschichte. Hier bei dieser Grafik haben wir die Währungseinflüsse mit berücksichtigt. Man sieht das rechts auf der Skala, alles aus Schweizer Franken-Sicht dargestellt. Gut, du hast es das Stichwort gegeben. Tech-Aktien, jetzt, bevor wir zu Nvidia kommen, du stehst eher auf Low-Tech. Ja, ich meine, Technologie ist gut, nutze ich gerne, muss ganz ehrlich sagen, verstehe das nicht immer ganz, was da alles läuft. Darum bin ich da ja ein bisschen vorsichtig, aber mit Sachen wie dieser Tonybox will ich kurz erklären, wie das letzthin gelaufen ist. Ich war bei einem Roundtable eingeladen von Morgan Stanley. 15 Leute, jeder konnte seine Top-Idee vorstellen. Und ich habe Tonys vorgestellt. Und dann war ein Engländer da, der hat gesagt, ja, ich kenne Yotto. Yotto ist der Konkurrent zu Tonys. Aber die haben keine Figur, wie wir hier eine haben, sondern die haben Karten. Ich finde die Figur besser, da können sie damit spielen. Aber der hat eine 3-jährige Tochter und der hat gesagt, die wollte am Abend nicht einschlafen, weil sie ihre Geschichte bei der Yotto-Box nicht hören konnte, weil die nicht funktionierte. Und der hat gesagt, ich hätte viel Geld dafür ausgegeben und damit ich eine habe, die sofort funktioniert. Und somit für mich, je länger je mehr, ist so klar, Kinder mit diesen Figuren, das ist einfach extrem sticky, die Leute geben Geld aus dafür und ich sehe auch immer wieder, dass diese Schlaffiguren bei Tonys ausverkauft sind, somit läuft das Geschäft extrem gut. Aber Ramon, ich habe gerade gestern die Aktion geschaut, die bewegt sich ja nicht vom Fleck. Das ist so, sie hat sich jetzt relativ gut gehalten, ist aber nicht gestiegen, aber 13. November, Zahlen. Ich erwarte sehr starke Zahlen. Mal schauen, was dann passiert. Gut, damit die Aktie steigt, muss die Aktie gekauft werden. Das hier nützt in dem Sinn nur die Hälfte. Aber vielleicht so zurück zu Nvidia. Nvidia während den vergangenen 14 Tagen oder 20 Tagen etwa 15% gefallen. Wir sehen hier die aktuelle Kursgrafik. Würdest du die kaufen jetzt? Ja, ich finde extrem gefährliches Level. 400 rundherum, entweder hält es hier, wir kriegen noch einen Bounce, oder die Aktie bricht durch und dann, glaube ich, werden auch 300 wieder möglich. Also ich wäre da relativ vorsichtig, müsste man definitiv mit einer nahen Absicherung arbeiten, weil wenn das durchfällt, bin ich überzeugt, geht schnell nach 300. Also Nvidia wurde ja wie einige andere Aktien, nämlich Sika, Roche, Nestle, noch viele andere wurden da gewünscht, dass wir da Kommentare dazu abgeben. Zu Swissquote werden wir noch was sagen. Wenn ihr da was wissen wollt dazu, könnt ihr in den Kommentaren nachschauen. Da sind Beiträge bei InvestCH, die neueren Datum sind. Und dann könnt ihr eure Einschätzungen dort auffrischen. Dort haben wir etwas, um nachzulesen. Also Nvidia würdest du nicht kaufen. Nein, ist mir zu gefährlich. Ja, ich glaube auch, wir sehen da jetzt so eine Erholung wahrscheinlich und dann sehen wir mehr Druck. Würde ich auch eigentlich wegbleiben, jetzt, außer vielleicht jetzt einer
Trading-Angelegenheit. Arista, die haben ja immer wieder gebracht. Auch, wie stehst du jetzt dazu? Ja, ich meine, ich habe ja das letzte Mal haben wir diskutiert, 1,70, dann Korrektur. Mein Ziel war 1,50, haben wir nicht ganz erreicht. Ich habe wieder ein bisschen dazu gekauft in diese Gegend. Aber nicht am Top jetzt, oder? Nein, nicht jetzt am Top. Also ich hoffe an und für sich immer noch, dass wir die 1,50 nochmal sehen. Dort würde ich dann definitiv wieder zukaufen. Swissquote. Das hat ja auch, wir haben gesehen, Gold ist gestiegen, Kryptos und so. Swissquote ist da im Kryptogebiet stark verankert. Ja, ich denke, diese Aktie könnte sicher einen größeren Rebound machen, sobald die Leute wieder sagen, oh, Krypto, die verdienen doch gut Geld damit. Die hatten ja eine Zeit lang wirklich, als der Krypto-Boom da war, haben die wirklich gut Geld verdient, weil die Margen auf diesen Produkten für sie viel größer sind als auf allem anderen. Mhm. Und das könnte schon sein, dass am Schluss das zweite Halbjahr dann überraschenderweise noch gut kommt. Mhm. Plus, sie verdienen jetzt auch was an den Zinsen, weil sie kriegen Geld von der Nationalbank für das Geld, das sie dorthin geben. Mhm. Und Geld bei ihnen liegt auf den Kontis, weil die Leute nicht aktiv sind an der Börse. Also das, was die Leute auf ihren Kontos haben, Konti haben und nicht investieren, damit geht Swissquote dann zur Nationalbank und holt sich dann Zinsen. Ja. Genau. Also ein gutes Geschäftsmodell. Also ich glaube, dass wir da jetzt in den nächsten paar Wochen etwas höhere Kurse sehen. Aber insgesamt, glaube ich, sind wir da also in einer Handelsspanne drin und mittelfristig eher dann tief. Mhm. Also ja, eigentlich nicht aufregend im Augenblick. Jetzt vielleicht noch der letzte Punkt, ist ja extrem spannend, das Gold. Darüber haben wir ja jetzt auch das letzte Mal sehr ausführlich gesprochen. Steht jetzt am oberen Rand einer riesigen Handelsspanne. Denkst du, dass da der Schritt nach oben drin liegt während der nächsten Wochen? Das ist die sogenannte Millionenfrage. Ja. Ich meine, man hätte ja schon 3-4 Mal gedacht, jetzt könnte es sein. Ich muss sagen, irgendwann kommt es, weil eben mit diesem Gelddrucken wird halt einfach das Gold gefördert. Der Preis des Goldes muss steigen, weil immer mehr Geld da ist. Aber ob es jetzt schon der Fall ist, ich weiß es wirklich nicht. Sentiment ist angesprungen, jetzt wieder zurückgekommen. Ich gebe ihm so 50-50 Chance, aber wenn es dann geht, dann kann es dann schnell weit laufen. Mhm. Und ich denke, wir können uns dann das nächste Mal vielleicht Goldaktien mal anschauen, weil die sind im Verhältnis zum Goldpreis immer noch extrem zurückgeblieben. Also ich muss sagen, ich persönlich, ich sehe einfach, dass jetzt relativ viele Leute jetzt im Zuge der letzten Wochen auch auf die Bullenseite gewechselt Klar. haben, die vor 2 Monaten noch gesagt haben, ja, wird nichts mit dem Gold. Ich glaube, auch kurzfristig ist da das Zeug gelaufen. Wir werden wahrscheinlich jetzt aber da hängen bleiben, so ist meine Einschätzung. Und dann irgendwo kommt vielleicht noch vor Jahresende dann der Sprung über die Widerstandszone. Ich bin gespannt, was du darüber denkst. Schafft das Gold bis Jahresende den Sprung über diese wirklich harte Widerstandszone 2030, 2050 US-Dollar oder bleibt es da abermals drin hängen? Schreib doch unten in die Kommentare, wie du die Lage einschätzt. Ja, bin ich auch sehr gespannt, ob das passiert oder eben nicht. Wir werden sehen, wer recht hat. Ja gut, dann würde ich sagen, haben wir es. Wir sehen uns hier Ende November wieder. Besten Dank, Ramon, dir fürs Vorbeikommen. Danke dir. Und besten Dank fürs Reinschauen und viel Erfolg an den Börsen.